Jo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, das hier ist ein, ich sag mal, neues Format. In diesem Format, meine Freunde, werden wir gemeinsam, also ich werde shoppen und ihr seid quasi live dabei, wie ich shoppe. Aber um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, dachte ich mir, was kann ich machen, wie kann ich das machen? Und zwar haben wir 10 Minuten Zeit, deswegen werden wir hier später gleich den Timer einstellen. Aber dazu wird noch etwas kommen und zwar werden wir würfeln, meine Freunde. Und zwar habe ich hier so einen Würfelsimulator hier gefunden, einfach mal bei Google gesucht und einen Würfelsimulator entdeckt. Hier werden wir raufklicken und dieser Würfel, meine Freunde, wird festlegen, welche Summe ich shoppen darf in diesen 10 Minuten. So, das ist die Regel, die in diesem Video herrscht. Quasi, wenn ich eine 1 würfel, kann ich 100 Euro shoppen. Würfel ich eine 2 200, bei 3 300, bei 4 400, bei 5 500, bei 6 600, also pro Zahl 100 Euro. Das Ganze sind die Regeln, die ich mir so selber gemacht habe, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, weil es wäre einfach langweilig, wenn ich jetzt einfach losshoppe in diesem Video. Das Ganze wäre dann nicht mehr so Fun Fact, so haben wir einen kleinen Fun Fact, so übertreiben wir nicht. Und wir fangen halt bei diesem Video mit einem Würfel an und wenn wir Glück haben, wenn die Videos gut ankommen, dann können wir das Ganze auf 2 oder 3 oder 4 Würfel machen und können wir auch mit anderen Leuten machen. Deswegen schreibt auf jeden Fall im Laufe des Videos, wie ihr dieses Format findet und ob es mehr solcher Videos geben soll einfach. Also ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Ist ja auch gerade neu für mich quasi schon das Ganze auf und werden halt dann gucken, je nachdem, was wir würfeln, wo wir shoppen. Wenn wir jetzt eine 1 oder eine 2 würfeln, werden wir nicht auf Farfetch shoppen, sondern auf günstigeren Seiten. Würfeln wir aber eine 4 oder eine 5 oder eine 6, werden wir auch gezielt auf diesen Seiten shoppen können. Ganz einfach, Freunde. Deswegen fangen wir an mit dem Würfel, meine Freunde. Und das ist ein Scheiß, das ist gefaked oder so. Versuche ich das Ganze hier live euch irgendwie zu zeigen. Also ich muss, wo ist das Ganze? Hier ist die 2, so das habe ich vorhin gewürfelt. Das ist jetzt nur ein Test, das ist der Testlauf. Also ihr könnt sehen, dass das hier nicht irgendwie gemogelt wird. Also wir klicken auf Würfel und das dreht sich dann. Und jetzt hätten wir eine 4 gewürfelt, meine Freunde. So, jetzt hätten wir eine 4, hätten quasi 400 Euro zum Shoppen. Wir müssen nicht diese 400 Euro erreichen. Der Punkt ist nur, dass wir nicht über die 400 Euro dürfen. Das ist auch ganz wichtig. So, Freunde, es geht los. Wir würfeln auf die Plätze. Fertig, los. Und wir würfeln eine 5. Wir haben 500 Euro in 10 Minuten, die wir ausgeben dürfen, meine Freunde. So, jetzt gehen wir zum Timer, meine Freunde. Timer auf 10 Minuten eingestellt. So, klicken auf Start und dann geht's auch los. Wir haben quasi 500 Euro und 10 Minuten Zeit, um zu shoppen. Klingt eigentlich ganz cool. So, deswegen gehen wir auch direkt auf Farfetch, meine Freunde. Fear of God. Da ich natürlich immer im Hinterkopf habe, in etwa was ich shoppen würde, ist das natürlich ein bisschen leichter als sonst. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Ich weiß halt nicht, wie das fittet, ne? Und ihr seid gerade auch so live dabei, worauf ich immer so achte beim Shoppen. Ich gucke mir jetzt dieses Bild an und denke mir, okay, sieht gut aus, fittet bestimmt gut. Das Modell ist 1,85, ich bin 1,76, sage ich mal, Trickgröße S. So, dann habe ich schon etwa so ein Maß, wie in etwa das Ganze fittet. Und dann gucken wir mal, welche Größen überhaupt noch zur Verfügung sind. Und das ist das, was ich halt nicht verstehe. Warum kostet jetzt eine XL einfach mal 120 Euro mehr? Das sehe ich halt immer nie ein, weil ich ganz genau weiß, dieses Ding ist in den nächsten 2 bis 3 Wochen safe im Sale. So, habt ihr Pech. So, was können wir noch gucken? Gucken wir mal Palm Angels nach, was die so haben. So, ich würde sagen, ein Shirt oder ein Oberteil ist auf jeden Fall drin. Das feiere ich nicht so, ja, das ist ein bisschen... Das ist halt so eine Sache, das feiere ich jetzt nicht so einfach aus dem Grund. Hier, guckt euch mal das an, das habe ich im KDW jetzt gesehen. Das ist so, hier steht, das ist dann hier dieses XL, so, hä? Das ist völlig hässlich gemacht, so, ansonsten hat es einen coolen Fit bestimmt. So, wir gucken mal, was die noch so haben. Wir gucken mal hier bei Sortieren, filtern nach neue Zugänge. So, damit wir jetzt nicht die unbedingt ältesten Klamotten kaufen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Model Trick Größe M. Das heißt, die XL müsste passen. Packen wir in den Warenkorb. Ich bin ja voll der Heron Preston Fan, also ich feiere deren Longsleeves extrem. Ich habe hier bei denen die Größe Size XL. Das heißt, hier weiß ich ganz genau, welche Größe ich brauche. Und wenn die jetzt hier eine Size XL haben, ja okay, akzeptabel. Ja, akzeptabel, kostet 18 Euro mehr, ist noch vollkommen okay. Merken wir uns mal. Merken wir uns mal. So, wir gehen mal zu Neuzugänge. Ja, ich bin nicht mehr so der Cap-Träger. Früher habe ich fast in jedem Pack Opening Caps gehabt. Mittlerweile ist das nicht mehr so dramatisch, da ich einfach jetzt kurze Haare habe und nicht mehr so oft Caps trage. Was hat denn Balenciaga noch so im Sortiment? Katastrophale Sachen, das habe ich ja auch zu Hause.
Boah, die Jacke ist geil. Nee, auch nicht so. Was sagt denn die Uhr, Alter? Wir laufen hier rum und shoppen hier. Und Freunde, wir haben noch 4 Minuten. Viel haben wir nicht gekauft. Sind nicht sehr weit gekommen. Wir gehen mal auf. Gehen wir mal auf ASOS. Ja, cooles Ding. 15,99 Größe. Nehmen wir mal XXL. Nicht mehr verfügbar. Sehr geil. Sehr geil. Geil, geil, geil. Nicht mehr verfügbar. Sehr geil, Freunde. Wir haben noch 2 Minuten 57. Jetzt entsteht Drucksituation hier. Aus dem Nichts haben wir Druck. Also ihr habt doch nicht 10 Minuten geshoppt und nichts gekauft. Gehen wir mal hier zurück auf Heron Preston hier, ne? Heron Preston. Hier. Holen wir jetzt. Size XL in den Warenkorb. So, haben wir 477 Euro. Ja, das war's dann auch. Das war's. Mehr Kohle haben wir nicht. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Ich werde das Ganze jetzt gleich, nachdem das mit dem Bezahlen hier zum Bezahlen alles fertig ist, abkaufen und abwickeln. Und wie gesagt, diese Sachen werden dann kommen. Und ich werde diese Sachen dann auspacken. Nicht, dass dann heißt, ja, bla bla bla, Jan, du machst das so und so und so. Wie gesagt, ist ein neues Format, ist cool, ist ein bisschen anders. Man muss sich daran gewöhnen, dass man halt ein bisschen diesen Zeitdruckgefühl hat und dass man halt dieses Limit hat, dass man halt nicht überschreiten soll. Es werden aber auch selbstverständlich natürlich normale Pack-Openings in Zukunft kommen. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich shoppe, ein Video aufnehme. Es wird auch Fälle geben. Ich bin jetzt gerade dabei, mir was von Fanny zu bestellen. Es ist gerade natürlich so, dass diese Videos gezielt sind, um mehr der Unterhaltung und ich auch ein bisschen nebenbei shoppen kann. Also ist natürlich was anderes, als wenn man gezielt aus Langeweile shoppt, wenn man im Bett liegt oder so und einfach nach gewissen Sachen sucht. Deswegen, Freunde, schreibt in die Kommentare, wie ihr das fandet. Wirklich, ist mega wichtig, damit ich eine Resonanz von euch habe, um zu wissen auch, ob wir in Zukunft weiter diese Dinge haben sollen. Und wir sehen, Freunde, der Timer trimmert oder klingelt und bimmelt und die 10 Minuten vorbei. Wir hatten 500 Euro, also wir haben nur 5 gewürfelt, hatten 500 Euro und haben vielleicht strategisch ein bisschen falsch gehandelt, sind direkt auf die teuerste Seite gegangen, hätten uns vielleicht bei ASOS hocharbeiten können und mehrere kleine Sachen haben können, aber man lernt, Freunde. Deswegen schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Ich fand es eigentlich mega cool, hat Spaß gemacht und ja, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Um nichts zu verpassen, meine Freunde, aktiviert die Glocke und abonniert diesen Kanal. Das ist kostenlos, Freunde, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.